Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin zwischendurch mal durch so eine kleine Speedtrap wieder gefahren, wurde mal wieder mit 230 Sachen geblitzt, aber alles kein Thema. Zumindest nicht hier in Fortune Valley, das hier so ein bisschen Las Vegas nachgeahmt wurde, wie wir auch schon in der letzten Folge festgestellt haben. Ich bin schon mal ein bisschen vorgefahren. Auf zum nächsten Punkt Rache. Wir werden uns natürlich auch noch eher in der nächsten Folge oder so ein bisschen Stadt näher anschauen, dann auch Tuning-Optionen checken und so und was weiß ich, was da noch alles gibt. Oh, ich habe den Punkt überfahren. Sorry. Rache. Das ist genau mein Ding. Das ist genau mein Ding. Boom. Boom, 22 Uhr. Deine Zeit ist um, Lina. Ab heute manipulierst du keine Rennen mehr. Okay, willkommen in der Oberliga. Hoffe, dir gefällt dein neuer Wagen. Dein Codename ist Sidewinder. Bleib auf diesem Kanal und tu, was der Boss sagt. Dann wird es sich für dich lohnen. Sidewinder. Okay. Habe ich mir gemerkt. House Racer, alle mal herhören. Der Gewinner heute Nacht ist Kingsley. Ab der Hälfte des Rennens bleibt er vorne. Ich fühle mich richtig gut. Jetzt ist Navarro fällig. Illegale Straßenrennen, nicht mit uns, ey Coco. Bam! Black Mamba, knüpfe ich mir auch noch vor. Jetzt. Ich frage mich, wer von euch Kingsnake ist. Obwohl, ich besiege euch sowieso alle. Sehr selbstsicher, unser Guter. Wow. Los jetzt, Tyler. Du hast genug rumgealbert. Na, 7 auch am Start hier. Oh. Hey, dachtest du, ich beobachte dich nicht? Was du da machst, verstößt gegen unseren Deal. Ich entscheide, wie das Spiel läuft, klar? Ich war's leid zu warten. Ich werde die Sache jetzt angehen. Verdammt. Nicht schlecht, aber das geht noch besser. So, das haben wir gut hingekriegt. Die Hälfte des Rennens ist um, Sidewinder. Lass Kingsnake überholen. Vergiss es, Navarro. Wer ist da? Boah, musste mich gerade ein bisschen konzentrieren, Freunde. Jo. Das zahle ich dir heim. Das war schlecht, denn die Handbremse nutzen. Weißt du was? Gut, hol dir den Sieg und genieß ihn. Aber anschließend haust du da ab. Du bist mein Affe-Wärme. Einverstanden. Keine Ahnung, wer du bist, Sidewinder. Aber das wirst du bereuen. Du kaufst keine Rennen mehr, Navarro. Du hast meine Crew verraten. Jetzt bist du dran. Tyler Morgan? Boah, der war richtig krass. Wow. Nicht mehr lange. Ich bin fast im Ziel. Was gibt's, Weir? Genieß den Sieg, aber vergiss nicht. Ich brauch dich lebendig. Komm schon, Mann. Ja, wir haben es geschafft. Yo, yo, yo. Puh. Das wird einige nicht freuen. Du hast's vermasselt. Dein kleiner Stunt hat uns einiges gekostet. Eine Menge Geld, Tyler. Du verärgerst hier das Haus. Alles in dieser Stadt gehört uns. Jedes Rennen. Jeder Midnight Run und jede Offroad Rally. Das Haus gewinnt immer. Aber nicht heute Nacht, oder? Miss Navarro, hier sind so viele Zeugen. Wir sehen uns. Kümmert euch um diese hinterhältige Made. Den haben wir die Suppe versalzen, würde ich mal sagen. Bringt Morgan zu mir. Er darf euch nicht entkommen. Verstanden? Ja, Boss, geht klar. Oh, oh. Hey, Franz. Wir können doch über alles talken, wie immer. Ist doch nicht so schlimm, oder? Ach, du dämlicher Vollidiot. Das Haus tobt deinetwegen vor Wut. Gut. Nein, nicht du. Schlecht. Ich brauch dich lebendig. Ich hab Pläne mit dir. Also werd die Enforcer los und komm her. Den haben wir ganz gut abgehängt, oder? Ah, da ist immer noch einer dran. Krass. Noch ein Enforcer, wie er sie nennt.
Du kannst mich mal. Kannst mich mal hier. Yeah. Tschüssikowski. Der gute Dodge. Und tschüss. Ja, ein Dodge jetzt, der Dodge. Du bist den relativ großen, glaube ich. Du kannst nirgendwo hin. Die Stadt gehört jetzt uns. Der Eingang ist zu hoch, um noch irgendwas dem Zufall zu überlassen. Rennen sind niemals Zufall. Boah. Deshalb musst du sie manipulieren. Alter, was ist da passiert? Weil du nicht das Talent hast, um fair zu gewinnen. Und weg seid ihr. Was war denn da los, bitte? Du Mega-Crash. Oh. Aus dem Weg. Oh, Müllwagen. Ich wollte gerne wegräumen. Ich wollte so ein Mega-Spektakel jetzt hier heraufbeschwören, aber... Bye-bye. Okay, ich muss da zurück. Das habt ihr davon. Aber ich wollte die gerade mal jetzt zerdappern. Ach komm, da kommen immer mehr. Warum dauert das so lange? Ja, ich beeile mich jetzt. Der Typ hat was drauf, aber wir kriegen ihn. Wehe nicht, du hast ihn schließlich an Bord geholt. Okay, jetzt lass uns mal konzentrieren wieder. Wir werden auch noch heute loswerden. Oh, der war schön. Was zum Teufel machst du denn? Ich hab noch Termine. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich hab ein paar stinksaure Schläger am Hals. Dann werd sie gefälligst los. Die sehe ich nicht wieder. Schade, ich dachte, da könnten wir hochfahren. Ich bin raus. Ist noch jemand an ihm dran? Irgendjemand? Ihr wollt mich wohl verarschen? Kinderspiel. Oh, Backe, oh, Backe, oh, Backe. Mit dem Tuning müssen wir uns auch noch beschäftigen, unbedingt mal, wo ich gerade die kaputte Motorhaube hier sehe. hat aber gut was ausgehalten, kann ich anders sagen. Bin stolz auf diese Motorhaube. Ah, Fahrt zum Gambler. So, die bin ich los. Gut, sehr gut. Ich schicke dir meine Position. Wow. Alter Schwede, es war aber auch ganz schön hektisch. Da ist das Rennen, danach die Verfolgungsjagd. Adrenalin vom Feinsten, würde ich beinahe sagen. Bin fast da. Unser Auto ist übrigens Pia. Wir haben viel zu tun. Es ist erledigt. Nach heute hat kein Buchmacher mehr Vertrauen in Navarro. Glaubst du das wirklich? Du bist echt niedlich. Ihr Boss kontrolliert alles, Ty. Sie braucht ihr Vertrauen nicht. Ich finde einen Weg. Es gibt einen Weg. Mich. Da sind wir auch schon. Pünktlich zum Kaffee. Stell dir eine Stadt vor, in der jede Wette und jedes Spiel manipuliert sind. Das will das Haus. Und es wird alles tun, damit es so kommt. Ich bin Street Racer. Das hat nichts mit mir zu tun. Bitte? Es hat extrem mit dir zu tun. Extrem viel. Ihr Anführer heißt der Kollektor und er hat eine Schwäche. Autos. Schon mal vom Outlaws Rush gehört? Ist das größte Rennen des Landes. Ja, und das Haus manipuliert es. Spieler setzen Millionen und er bekommt was ab. Heute war nur ein Testlauf und du hast mich auf eine Idee gebracht. Ach. Hör zu, so wie du fährst, bist du der beste Racer der Stadt. Wir müssen dich nur an den Start kriegen. Gewinn den Outlaws Rush und das Haus und Navarro sind erledigt. Wir gegen das Haus? Ja. Ich mein wir. Rette dein Casino allein. Es geht nicht nur um mich. Das sind deine Straßen, Junge. Was ist wohl ihr nächstes Ziel? Und jetzt geht's. Okay, Tyler, nach Hause. Fahr nach Hause und durchdenk die Sache. Tyler! Morgen, du Bastard! Du hast mich voll reingeritten! Ich hab für dich gebürgt! Tut mir leid, Kumpel. Navarro musste aufgehalten werden. Weißt du eigentlich, für wen Navarro arbeitet? Typen wie wir sind für die nur lästige Fliegen. Sie haben die Hälfte der Streetgangs aus der Stadt gejagt, weil sie nicht mitspielen wollten. Denkst du, da haben die Angst vor dir? Das sollten sie. Du hast keine Chance! Der Gambler hat wenigstens Geld und Leute. Ja, aber das Einzige, was den Gambler interessiert, ist er selbst. Mir dagegen geht es um die Straßen.
Deine Straßen sind dem Haus einfach nicht gewachsen, Tyler. Du bist auf dich allein gestellt, Mann. Und außerdem geht's uns um die Kraft der Community. Oh, klapper, klapper. Doch, die hat mich keiner. Aber guck mal, die Scheibe ist auch voll im Arsch. Das sieht ja geil aus, wie die Tür. Das ist ja, das hat ja schon ein bisschen was abbekommen jetzt unser Fahrzeug, würde ich mal sagen, ne? Ich meine, es sah schon mal schmucker aus. Ach, mach dir nichts draus. Komm, wir fahren zusammen nach Hause. Sei nicht traurig, schöne Pia. Unser BMW M5 Pia. Ach ja, die gute. Oh, das war die Stoßstange. Es wird nicht besser, habe ich das Gefühl. Entschuldigung. Ich dachte, ich könnte da drüber fahren. Und ich dachte, es wäre gar nicht mehr so schlimm, aber es tut mir leid. Es tut mir leid, mein Fahrzeug. Sie hatten für das Rennen heute Nacht Großes versprochen, Navarro. Stattdessen haben Sie viele Leute enttäuscht. Erklären Sie mir das. Das Problem ist bereits gelöst. Oh oh. Verdammt! Jetzt haben wir kein Zuhause mehr. Diese verdammte. Ey, unser BMW! Das könnt ihr doch nicht machen! Diese verdammte. Jetzt geht's Rache. Jetzt spüre auch ich die Wut. Weir. Ich bin dabei. Gut! Gut, gut, gut. Du brauchst deine Crew. Ja. Amber Valley, 7 Uhr. 5 Sterne, Mann. Danke. Okay, Mac. Bring's einfach hinter dich und lächle dabei. Hey. Hashpuppy. Ich stehe auf deinen Kanal. Ich heiße Hashtiger. Ja. Tiger Selfie! Nein, nein, Was nein, jetzt? Mann. Kein Roar. Tiger Selfie. Komm, fettes Roar. 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 Episch. Steig schon ein. Scheinbar bringt der gute Mac Allister jetzt Leuten das Fahren bei, beziehungsweise das Rennen fahren? Ich weiß es nicht. Glücklich scheint er nicht zu sein. Was für eine Drecksmusik ist das? Hier ist Hashtiger, live aus dem Hashmobil mit Driftmeister Mac Allister. Mac, verrat uns deine Driftgeheimnisse. Klar. Es ist wirklich simpel. Man nimmt Tempo auf und lenkt dann hart ein. Hier, ich zeig's dir. Und was sagst du dazu? Dann wollen wir mal ein bisschen driften lernen, so wie ich das sehe. Und jetzt aber. Ja, der war doch nice. Perfekt! Das war noch längst nicht alles. Oh. Das bringt mir definitiv Zuschauer. Ja, definitiv. Der Pylon, der geht aber ab hier. Tiger Selfie! Yeah, haben wir geschafft. Und so macht man das. Los, nochmal. Aber diesmal drück voll durch. Hör zu, ich glaub... Der Kunde hat immer recht. Na schön. Weißt du was? Ich zeig dir meine Lieblingsdriftstrecke. Ist noch ein bisschen verbesserungswürdig, meine Drift-Skills, aber das kriegen wir auch noch hin. Yeah! Nitro! Echt gutes Setup übrigens. Damit kommt man mit Leichtigkeit in die Drifts. Setup? Lass mich raten. Der Wagen hatte schon eine Driftabstimmung, als du ihn gekauft hast. Klar. Wo hast du eigentlich gelernt, so zu fahren? London. Ich war als Kind in der East End Crew, die Autos geklaut hat. Es geht nichts über den Kick, in vollem Tempo durch Kurven zu driften. Krass. Total Gangster, Mann. Bitte sag das nicht. Bist du deshalb in Amerika, um deiner dunklen Vergangenheit zu entfliehen? Was? Nein, Mann, nicht dasselbe. Das hier ist das Land der SUVs, Muscle Cars und endlosen Straßen. Der perfekte Ort für einen Neuanfang. Klingt, als hättest du es geschafft. Der Blitzer. Ich mach dich nämlich krass berühmt. Wow, ich kann mich echt glücklich schätzen.
Hast du Profi-Drift-Tipps für all die Jungtiger da draußen? Gibt's dafür eine Art Drift-Button oder so? Ja, genau. Man drückt einfach den Drift-Button. Ja, quasi wie bei uns, ne? Einmal anbremsen und schon bist du am Driften. Zack, da sind wir. Drift-Button. Drift-Trial. Drifte, um die Zielpunktanzahl zu übertreffen. Je länger du driftest, desto mehr Punkte erzielst du. Versuche ununterbrochen zu driften, um einen Punktemultiplikator zu erhalten. Alter, das wird bestimmt in die Hose gehen, aber ich gehe mal mit. So, richtige Musik. Das hier könnte heftig werden, Tiger. Ich hoffe, dir wird nicht schlecht. Soll das ein Witz sein? Ich spiele jede Menge Rennspiele. Dann mal los. Na, schon ein paar Punkte kriegst du tatsächlich. Das hier ist nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Upsa. Ich fange gerade erst an, okay? So, jetzt aber. Okay, ich schaff das. Oh, der war schön. Mein Fehler. Entschuldigung. Muss das alles noch üben. Mir ist das Auto ja egal, ist ja von dem. Können wir eine Pause einlegen? Ich fühle mich nicht so gut. Kannst du es noch zurückhalten? Ich versuch's. Langsam bin ich drin. Ja, Mann, so läuft der Hase. Hast du das gesehen? Ja. Das war keine gute Idee. Du sagtest voll durch. Der Kunde hatte mal recht. Weißt du, ne? Halt an! Halt sofort an! Wow, 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 wow! Yeah. Also, Haschpapi. Krass genug für dich? Tyler, lange her, Mann. Ja, stimmt. Hey, Mac, Es war eine harte Zeit ohne die alte Crew. Wem sagst du das? Mac, ich habe einen Plan. Du bist zurück? Mann, da bin ich dabei. Einfach so? Du langweilst dich, oder? Aber richtig, Mann. Ist Jess auch dabei? Ich arbeite dran. Hey, Mac, hast du eine Aufnahme, wie ich kotze? Mach schneller. Innenstadt von Silver Rock, 3 Uhr. Aha. Beim Casino. Und das ist ein Audi. Ihr seid zu spät. Ich hasse warten. Was? Lady, wir sind hier mitten in einem Raubüberfall. Na, Jimmy! Verdammt, wir müssen hier weg! Damit ihr es wisst, ihr zahlt für 2 Abholungen. Egal, wer am Ende von euch überlebt. Das ist doch unsere Freundin. Verdammt! Okay, ich kenne da jemanden. Halt durch! Wir schaffen es nicht! Red keinen Quatsch und genieß einfach die Fahrt. Den guten A5 bin ich lustigerweise letztens noch gefahren, den RS5 noch nicht. Aber der ist natürlich auch noch ein bisschen powervoller. Yeah. Miller, du gehst ran, jetzt! Jess, Tyler hier, hast du kurz Zeit? Tyler? Hey, bleib auf der Plane, ich schwör dir, wenn du mir die Sitze vollblutest. Hey, Ty, es ist gerade ungünstig, sorry. Jess, warte, ich habe einen Plan. Du meldest dich erst nach 6 Monaten und brauchst etwas von mir? Jess, ich... Tyler, ernsthaft, ich bin gerade beschäftigt. Ja, wir haben gerade einen Job to do, aber Tyler hat einen Job für uns. Bestätigter Raubüberfall im Casino-Bezirk, ein Täter wurde angeschossen. Fluchtfahrzeug ist ein schwarzer Audi unterwegs Richtung Norden auf der Coolidge Street. Na super. LM 35 bestätigt. Verdammt, Tyler. Ich sagte doch, es ist gerade ungünstig. Ja, bist du bescheuert, Tyler? Lass mich mit dir reden. Hey, Jess. Mac? Ty muss echt verzweifelt sein, wenn er dich mit reinzieht. Ach, was? Du kennst mich. Ich bin nur für die Stimmung. Machst du mir jetzt Tylers Plan schmackhaft? Quatsch. Ich an deiner Stelle würd's lassen. Er will sich Lina vorknöpfen. Lina? Sie gehört jetzt zum Haus. Ihr beider spinnt doch. Da mache ich dich mit. Oh, wie weit noch? Hör auf zu jammern, wir sind fast da. Was? Wir sind schon da?
Verdammt, du weißt echt, wie man fährt. Dafür bezahlt ihr mich. Und hier sind wir. Sag dem Kerl, Jazz schickt dich. Dann verarztet er dich. Erreiche das Versteck. Wiederhole, Zielfahrzeug ist ein schwarzer Audi. Erbitte Positionsmeldung. Adam 35, vermute Richtung auf der North Carson Street. Verstanden. Schicke weitere Einheiten. Na. Da machen wir jetzt Bankräuberfahrten sozusagen. Für Kriminelle sind wir Chauffeure geworden. Gib mir mal Mac. Hör zu, Jazz, der Plan ist narrensicher. Wir brauchen nur deine... Tal, Lina und das Haus? Gib mir Mac. Du kannst nicht anders, was? Du bist interessiert. Der Plan. Wie verrückt ist er? Oh, total verrückt. Polizei, Stunts, irre Kuhs. Nichts, worauf du stehst. Lina hat uns vor 6 Monaten fertig gemacht und ihr wollt jetzt gegen sie und das Haus kämpfen? War ich Rev keine Lehre? Diesmal wird es anders. Wir drei gemeinsam können es schaffen. Die alte Crew wieder vereint, hm? Komm zurück, Jess. Ziehen wir's durch. Sag ihm, ich denk drüber nach. Die Zielperson fährt nach Norden Richtung Liberty Desert. Adam 1-13 ist dran. Oh, wieder mal Gesellschaft. Na komm, die werden wir auch noch los. Adam 1-13 an Zentrale, verfolgen den schwarzen Audi, schicken Sie uns Verstärkung. Bestätige, weitere Einheiten sind unterwegs. Ich hab diesen Wagen extra für euch gebaut, Jungs. Lasst uns tanzen. Oh, du machst es hart, oh? Boah, das war ein ganz schön harter Tanz, von hinten direkt mal rein. Wir sind übertrieben. So. Adam 1-13, wie lautet Ihre aktuelle Position? In westlicher Richtung durch Boomberg. Alles klar, verstanden. Haben die Zielperson gerammt? Mal sehen, ob sie das auffällt. Naja, das war ja noch gar nichts, Freunde. Zack. Jetzt haben wir ein bisschen Abstand gewonnen. Sollen wir uns jetzt mal überholen. War schön, der war schön. Oh, der war nicht so schön. Verdammt. Entschuldigung, jetzt müssen wir hier weiter weg. Oh, die Karre. Da seht ihr den Lackschaden. Seht ihr den Lackschaden, den ich verbracht habe? Schade, ich dachte, ich kriege die Kurve so schön geritzt. Aber das muss ich immer noch ein bisschen üben. Jetzt sind wir natürlich hier voll am Stissel, die Cops. Oh Gott, wie kommen wir denn da durch? Hier vorne. Boah. Echt jetzt, Leute? Ja, den haben wir ausgestellt. Tschüssi. Mach's gut. Oh, macht ihr jetzt ernst? Zentrale, wir haben die Zielperson aus den Augen verloren. Ah. An alle Einheiten, wir haben die Zielperson aus den Augen verloren. Sie war zuletzt unterwegs in östlicher Richtung durch Silver Rock. Er fährt nach Osten, nähert sich Silver Rock West. Scheiße. In Ordnung. Ah, da bin ich richtig verkackt gefahren gerade. Der schöne Audi, Mann. Ah, die hängen wir gerade ab, ey. Ach, fuck, ich hatte den Checkpoint verpasst. Na komm, ich setze jetzt hier mal kurz zu. Geht einfach weiter. Jess, hey. Also, was deinen dämlichen Plan angeht... Er ist nicht... Ja? Treffen wir uns. Wo bist du? There's something much bigger going on here.